Hallo liebe Bücherfreunde und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Rezension von mir. Wie versprochen habe ich heute in einem einzelnen Video für euch Friedhof der Kuscheltiere von Stephen King. Ein absoluter Klassiker, der jetzt auch zum zweiten Mal schon verfilmt wurde. Und ja, ich habe mir diesen Film jetzt in der Neuauflage noch nicht angeschaut, denn irgendwie graut es mich ein wenig davor, den früheren habe ich geschaut, aber ich glaube, mittlerweile wage ich es mich jetzt trotzdem, nachdem ich dieses Buch gelesen habe. Dieses Buch gibt es auch mit der Kinofassung, also mit dem Kinocover vorne drauf, wenn euch das mehr interessiert. Ich werde euch beide Produktarten in die Infobox verlinken, das könnt ihr euch dann gerne mal anschauen. Ich glaube, preislich macht sich das nichts. In diesem 606 Seiten dicken Buch, das aber eigentlich schon fast ein dünnes Buch für Stephen King ist, geht es um eine Familie, die umziehen muss. Und zwar bekommt der Vater namens Louis eine andere Stelle als Arzt angeboten, zusammen mit seiner vierköpfigen Familie insgesamt, also Vater, Mutter und zwei Kinder. Die Tochter ist, ich glaube, so um die 5, 6 Jahre alt und dann haben wir noch den einjährigen kleinen Sohn. Die ziehen zusammen mit dem Kater Church um in eine Kleinstadt und zwar direkt an eine sehr oft befahrene Straße von großen Lastwagen. Gegenüber wohnt ein etwas älterer Herr, mit dem sie sich sofort anfreunden, der sie auch sehr, sehr früh vor dieser Straße warnt. Und alles scheint sehr idyllisch und schön und sie leben sich ein, bis eines Tages dann der Kater überfahren wird und durch Zufall auch der Nachbar dem Louis zeigt, dass es neben seinem Grundstück quasi eine Art Friedhof gibt für Kuscheltiere, also für Haustiere. Und wie das alles zusammenhängt, was dann später noch passiert, kennen sicherlich schon ganz, ganz viele auch von der Erstverfilmung. Aber ich möchte es trotzdem jetzt mal so stehen lassen, denn generell möchte man ja nicht spoilern oder irgendwas generell von der Story eben wegnehmen. Ich habe dieses Buch als Hörbuch gehört und zwar werden Stephen King Bücher so gut wie alle vertont von David Nathan, einer der bekanntesten Synchronsprecher und eben auch Hörbuchsprecher. Er ist unter anderem bekannt, weil er die Stimme für Johnny Depp ist und es war einfach super cool, dieses Hörbuch von David Nathan eben vertont zu hören. Ich habe es damals auch schon als Hörbuch gehört. Ich kann dem sehr gut folgen, wenn ich Hausarbeiten oder ähnliches tue. Trotz allem ist es sicherlich auch empfehlenswert, Stephen Kings Schreibstil komplett für sich zu genießen, indem man dieses Buch in die Hand nimmt und dann auch wirklich liest. Ich habe zwischendurch immer mal wieder mitgeblättert oder manchmal ganz kleine Passagen auch selbst gelesen. Aber wie gesagt, es ist während ich Hausarbeiten mache oder so einfach immer schön, so große Stücke auf einmal vorgelesen zu bekommen. Ich denke, ich nehme nicht zu viel vorweg, indem ich sage, dass mir dieses Buch mega gut gefallen hat. Ich habe ihm 5 Sterne verliehen. Und warum ist das jetzt so? Zum einen hat natürlich wahrscheinlich einfach der Faktor mit Gewicht, dass es ein Buch von Stephen King ist. Für mich ist es jetzt zwar erst das dritte Buch, das ich von ihm gelesen habe, aber trotzdem merke ich ziemlich schnell, wie mich seine Bücher in seinen Bann ziehen. Ich bin sehr schnell fasziniert vom ganzen Plot, von dem Storytelling, von den Charakteren, von der Aneinanderreihung der Geschehnisse und eben auch vor allem von teilweise dem atemlosen Extremen, mit dem man konfrontiert wird und natürlich eben auch einfach dem Nervenkitzel und der Spannung. Und es ist hier ein Buch, das mit sehr vielen Klischees und auch ja schon fast Tabus spielt. Ich glaube vor allem auch für die Zeit, in der es eigentlich hätte rauskommen sollen, denn im Vorwort schildert Stephen King, das Vorwort hat er 2000 geschrieben, dass das Buch eigentlich so um die 80er, 90er hätte rauskommen sollen, vielleicht auch schon noch etwas früher. Aber er hat es erstmal zur Seite gelegt, weil es sogar für ihn irgendwie zu große Tabus anspricht und eben auch bricht.
und für ihn selbst das schlimmste Buch sei, das er bisher geschrieben hat. Aber nachdem er das dann irgendwann doch einem seiner Produzenten gezeigt hat, musste es unbedingt veröffentlicht werden und es wurde natürlich dann wahrscheinlich auch ein wenig beschönigt, dadurch, dass es ins Lektorat ging. Wie genau das jetzt abgeändert wurde, das weiß ich leider nicht. Aber trotz allem ist Stephen Kings, zumindest seiner Meinung nach, schlimmstes Buch dann letzten Endes rausgekommen. Und ich fand dieses Vorwort auch sehr, sehr interessant. Es war für mich zum Teil auch wirklich schwer, mit diesem Thema irgendwo umzugehen. Also ich habe mir öfter vorgestellt, was ich machen würde, wenn mir sowas in die Richtung passieren würde und was es dann letzten Endes auch mit unserem Louis, mit unserem Protagonisten in diesem Buch am Ende macht, ist sehr, sehr erschütternd, aber ich kann es komplett nachvollziehen. Und das werden jetzt wahrscheinlich auch nur Leute verstehen, die das Buch ebenfalls schon gelesen haben, aber ja, ich fand die komplette Entwicklung auch der Personen interessant und ja, wie die Story dann sich letzten Endes immer mehr aufgebaut hat und immer heftiger wurde, das hat mir persönlich einfach auch richtig gut gefallen. Da ich bei S öfter gefragt wurde in Kommentaren, ob man dieses Buch bereits ab 13 oder ab 16 oder wie auch immer lesen kann, natürlich kann ich euch diese Frage nicht richtig beantworten. Denn ich persönlich, ich bin jetzt zwar vielleicht nicht so extrem weit von 13- oder 16-Jährigen entfernt, wie es beispielsweise meine Eltern sind, aber trotzdem kann ich ja immer nur von mir sprechen. Ich war als 13-Jährige ein ziemlicher Schisser. Ich glaube, ich hätte damals niemals Stephen King gelesen. Ich habe mit generell Thrillern und Horrorgeschichten erst sehr viel später angefangen. Mittlerweile liebe ich sie. Aber es gibt da sicherlich welche, die abgeschottener, hartgesottener waren, als ich das damals oder sind, als ich es damals war, so rum. Deswegen kommt es immer darauf an. Gibt es Tabuthemen generell, die ihr niemals in Büchern oder Filmen thematisiert haben möchtet? Gerade zum Beispiel was eben mit Kindern oder mit Haustieren, dann würde ich euch hiervon abraten. Mögt ihr es einfach nicht zu sehr blutig, dann kann ich euch dieses Buch empfehlen, denn blutig ist es nicht. Es ist ein sehr psychologisches Buch, es ist ein sehr extremes Horrorbuch eben. Also es spielt sehr mit diesen Tabuthemen, die ich ja schon jetzt angeschnitten hatte. Hat eben auch so eine bestimmte mysteriöse Ebene, weil es dann auch um Indianer geht, die einen bestimmten Fluch auslösen. Also all diese Dinge sollte man einfach berücksichtigen, sollte dann vielleicht doch sich ein wenig spoilern lassen oder ja, so in die Richtung eben anlesen, was thematisiert wird und um was es geht. Denn nur so kann man rausfinden, ob das Buch tatsächlich was für einen ist. Ich persönlich kann euch als 13-Jähriger eher Stephen King empfehlen als zum Beispiel ein Chris Carter oder Karin Slaughter Buch, weil das sind einfach sehr blutige, aber auch sehr krass psychische Bücher, die mit mir auch beim Lesen in meinem Alter was angefangen haben. Also da hatte ich abends Angst, alleine im Haus zu sein. Und das ist bei Stephen King eben nicht der Fall, weil es doch irgendwo so abstrus ist und man sich denkt, das kann eigentlich nicht wirklich so passieren. Man weiß es zwar nie, aber irgendwie ist dann doch immer bisher zumindest bei Stephen King was dabei gewesen, das mich von der Realität entfernt hat und damit für mich irgendwo in Ordnung war. Aber trotzdem, ich möchte hier jetzt nicht konkret sagen, wenn ihr 13 seid, könnt ihr generell Stephen King lesen. Bitte, bitte nicht. Sondern es kommt wirklich darauf an, wie, ja, wie ihr mit solchen Thematiken auch umgehen könnt, wie ihr generell mit Grusel und Horror umgehen könnt, ob ihr vielleicht schon mal sowas in die Richtung gelesen habt oder gesehen habt, also all diese Dinge. Ich hoffe, das konnte euch ein wenig weiterhelfen und an alle, die schon 18 mindestens sind und für die die Bücher demnach auf jeden Fall was sind.
kann ich es euch auf jeden Fall auch nur empfehlen. Ich finde, es ist irgendwo auch ein ganz gutes Einsteigerbuch für Stephen King. Ich persönlich habe ja mit S angefangen, so dem Klassiker schlechthin. Aber ich denke, auch dieses Buch ist sehr gut dafür geeignet, weil es eben auch ein wenig dünner ist als S. Ja, also ich wollte jetzt auch noch mal kurz dazu sagen, selbst 18-Jährige könnten wahrscheinlich zu große Schisser sein, um dieses Buch zu lesen. Also es kommt einfach eben wirklich drauf an, ob man dieses Genre mag, ob man solche Themen sich antun möchte, ob man drauf steht und ja, wie auch immer. Also ich zum Beispiel mag ja auch keine witzigen Bücher, aber das ist einfach dann persönlicher Geschmack. Und jetzt hoffe ich, dass ich alles gut erklärt habe und nicht jetzt jemand denkt, wenn er 13 oder 18 ist, wie auch immer, muss er dieses Buch unbedingt lesen. Denn so wollte ich das auf keinen Fall machen. Falls ihr aber sonst noch Fragen habt zu dem Buch, lasst sie mich gerne in den Kommentaren wissen. Ich bin da immer sehr gerne dabei und versuche sie so gut wie möglich eben zu beantworten. Und ja, ich hoffe, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Macht's gut, bis dahin. Tschüss!